In dieser Folge schauen wir uns an, wie Sie Einstellungen ändern und Metainformationen direkt in der Konkordenz ausgeben, damit sie auch im Export verfügbar sind, oder wie Sie sich andere nützliche Informationen am Bildschirm anzeigen lassen können. Beginnen wir mit dem Kontext einer Konkordanz und machen eine Beispielabfrage mit Hilarious. Standardmäßig ist der Kontext links und rechts auf 30 Zeichen eingestellt. Und wenn ich einen größeren Kontext brauche, weil die 30 Zeichen zu wenig sind, um ein linguistisches Phänomen beurteilen zu können, also weil ich hier etwa genau wissen will, was denn hilarious war, dann kann ich den Kontext vergrößern. Dazu haben wir den Set-Befehl. Und Set hat ein obligatorisches Argument, nämlich das, was ich setzen will. In diesem Fall ist es Kontext. Und als nächstes Argument brauche ich eine Angabe, wie groß der Kontext sein soll. Und will man 50 Zeichen haben zum Beispiel, gibt man das so an Set-Kontext-50. Dass der Kontext gesetzt wurde oder hier vergrößert wurde, sieht man, wenn wir die Abfrage neu aufrufen. Set-Kontext mit einer nackten Zahl ist der Default für die Anzahl an Zeichen, die links und rechts stehen sollen. Man kann aber auch Tokens definieren, die links und rechts stehen sollen. Also will ich etwa 10 orthografische Wörter links und 10 rechts haben, dann mache ich das mit setContext10Words. Dann stehen meine Keywords natürlich nicht mehr so schön übereinander, weil die Wörter ja unterschiedlich lang sind. Man kann auch Sätze als Kontext definieren, setContext3s und dann catLast. Ein Kontext aus 3S, also 3 Sätzen, bedeutet übrigens, dass der Satz, in dem das Suchwort steht, sowohl links als auch rechts mitgezählt wird. Nehmen wir hier das zweite Beispiel. Hier ist das der erste Satz links, das ist der zweite und das ist der dritte, der auch das Suchwort enthält. Der Satz mit dem Suchwort ist dann gleichzeitig der erste Satz im rechten Kontext, das ist der zweite und hier ist der dritte. Wenn Sie den Kontext ändern, gilt das für die aktuelle Sitzung. Der Standardwert von 30 Zeichen ist meistens ausreichend für den ersten Überblick eines Phänomens und für den Prozess, eine Suchanfrage zu verfeinern. Für eine ernsthafte Analyse Ihrer Daten sollten Sie immer ein bisschen mehr Kontext setzen und das müssen Sie tun, bevor Sie eine Konkordanz exportieren.